Hallo und herzlich willkommen bei DVS-TV, Ihrem Branchensender für die Füge-, Trenn- und Beschichtungstechnik. Und hier sind die Themen in dieser Woche. Rösler Oberflächentechnik, Technik für saubere Schweißkonstruktionen, DVS Young Professionals bei EWM und Klos, KUKA schweißt für Ariane 5, Leibniz Uni Hannover, Forschen nach dem Schulunterricht, Kjellberg Finsterwalde, neues Kunden- und Anwendungszentrum. Rösler Oberflächentechnik bietet unter anderem auch Komplettanlagen für die Oberflächenbearbeitung an. Mit der neuen Hängebahn-Durchlaufstrahlanlage erweitert das Unternehmen nun einerseits die eigene Fertigungskapazität. Andererseits steht die Anlage den Kunden zur Verfügung, zur Besichtigung und für Strahltests. Konzipiert wurde die Anlage für das Reinigungsstrahlen bzw. die Lackiervorbereitung von dreidimensionalen Schweißkonstruktionen mit Abmessungen bis zu 8 Meter Länge und bis zu 15 Tonnen Gewicht. Die Beschickung erfolgt über einen Portalkran mit Schienensystem und mehreren einstellbaren Kranelementen. So wird die Bearbeitung mehrerer Bauteile in einem Durchgang ermöglicht. Ende Mai und Anfang Juni waren sie wieder unterwegs. Die Young Professionals des DVS, Deutscher Verband für Schweißen und verwandte Verfahren. Die Besuche bei EWM in Mündersbach und Klos in Haiger boten nicht nur theoretisches Know-how. Der Einblick in die Stammwerke weltweit tätiger mittelständischer Unternehmen ist für Studenten sicherlich nicht alltäglich. Die Oberstufendüse der Trägerrakete Ariane 5 wird bei KUKA Systems bearbeitet. Verschweißt werden insgesamt 242 eckige Kühlröhrchen aus dem Werkstoff Inconel 600, eine in der Luft- und Raumfahrt übliche Nickel-Chrom-Legierung. Vor dem Schweißen werden die 4x4 mm breiten Kühlröhrchen mit einer Wandstärke von nur 0,32 mm auf einem kupferbeschichteten Aluminiumkern gebündelt. Die Röhrchen werden von einem Bandagedraht zusammengehalten, der während des Schweißens schrittweise abgewickelt wird. So entsteht pro Düse eine Schweißnahtlänge von 730 Metern. Insgesamt werden 14.600 Schweißungen durchgeführt. Mit dem Wolfram-Inertgas-Schweißverfahren ohne Zusatzwerkstoff. Seit Mai können Schülerinnen und Schüler der Oberstufe an der Leibniz-Universität Hannover hautnahe Forschung erleben. Gemeinsam mit Wissenschaftlern können sie in Forschungsprojekten aus den Bereichen Maschinenbau, Physik und Meteorologie an aktuellen Forschungsprojekten mitarbeiten und ihre eigenen Ideen einfließen lassen. Kleine Arbeitspakete werden eigenständig untereinander abgesprochen. So werden Kompetenzen zur Teamarbeit entwickelt, was besonders für ein zukünftiges Studium hilfreich sein kann. Kjellberg Finsterwalde präsentierte am 15. April das neue Kunden- und Anwendungszentrum in Finsterwalde im Süden Brandenburgs. Obwohl die offizielle Einweihung erst im Juni stattfinden wird, erhielten bereits jetzt 160 Gäste aus aller Welt einen Einblick in die technischen Möglichkeiten des Plasmazentrums. Neben den Räumlichkeiten stand die Präsentation der Verfahren und Produkte im Vordergrund. So viel von uns für heute. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal, Ihr DVS-TV-Team.